Machen wir eine kleine Atemtechnik. Und zwar, ihr atmet jetzt mal ganz tief ein. Einatmen. Und die Einatmung wird jetzt 5 Sekunden gehalten. 1, 2, 3, 4. Ausatmen. Ausatmen. Nochmal einatmen. Und ausatmen. Alles raus, 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 raus. Die Luft ist raus. Und hier die Ausatmung auch 5 Sekunden halten. 1, 2, 3, 4. Und wieder normal einatmen. Und das macht ihr bitte im Wechsel. Einatmen, 5 Sekunden halten, ausatmen und die Ausatmung 5 Sekunden halten. Und das immer im Wechsel, das macht ihr gerne mal 5, 8 oder 10 Mal. Das spielt keine Rolle. Hier muss die Atmung und das Zwerchfell schön laufen. Und das Zwerchfell, als Tipp, hat auch muskuläre Verbindungen mit der Lendenwirbelsäule. Ach du je. Also ist das Zwerchfell beweglich, ist das gut für die Lende. Ist die Lende gut, ist das auch gut für die Hüfte. Und somit habt ihr schöne neue Übungen bekommen.